dann werden wir Whoppa. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Tutorial-Folge über Twoof. Mein Name ist Sunil P. und heute geht es um den Dracolite. Den mit dem Stab und dem Feuer, und da sehen wir auch schon die erste Attacke. Und wir hoffen mal, dass hier ein Gegner in der Nähe ist. Ich sehe gerade überhaupt gar keinen, ehrlich gesagt. Da ist einer. Ich sehe ein Skelett. So. Also, Auto-Hit. Seht ihr, ne? Ah, ich sehe gerade, ich habe hier noch die Cementa an. Das ist... Da kommen wir gleich noch zu. Habt ihr den Rätsel gesehen? Habt ihr den gesehen? Bäm! Der kleine Drache, der wird irgendwann dick. Na, solange wie man Linksklick macht und irgendwo drauf hält, dann wird er irgendwann immer dicker. Und zwar, wenn man Gegner trifft. Hier sehen wir es nochmal. Guckt drauf und... Er wird dick. Dann kann man Rätsel machen, instant, und schießt so einen Feuerball. Und der Feuerball macht halt schon enormen Damage. Sein Hauptangriff, seht ihr ja, ist ein Feuerdingen. Man kann den nicht nach oben und unten lenken, sondern nur geradeaus. Hat einen relativ guten Kegel, sage ich mal. Trifft auch, wenn jemand ein Stück höher ist. Dann die 1. Die 1 wollen wir auch mal gucken. Die 1 ist folgendes. Da wirft man Bomben hin. Kostet eine Menge Energie. Und wenn man die kaputt macht, explodieren die. Lustigerweise machen die sogar Wurfschaden. Ach, guck mal, bei denen geht's nicht. Bei Gegner, ja, die blinken kurz auf. Also, der Wurfschaden ist nur, den wollte ich nur kurz erwähnen, der Vollständigkeit halber. Oh, machen die gar nicht mehr, glaube ich. Echt komisch. So, und dann, jetzt wollte ich gerade die 2 zeigen. Die zeige ich dann gleich beim Endgegner. Die 2 ist eine Ulti-Form, indem man sich zum Riesendrachen entwickelt. Das machen wir gleich. Dann einmal zu den Stats, die ich jetzt zurzeit habe. Ich muss sagen, ich habe den Charakter sehr lange nicht mehr gespielt. Deswegen kann es sein, dass ich eigentlich nicht die beste Sache im Moment habe. Und zwar, wir haben hier den Stab, der ist logisch. Stab bleibt immer gleich, der hat immer Schaden. Attack Speed unten wiederum ist nur drauf, weil ich keinen zweiten Stab habe. Eigentlich müsste ich da Movement Speed drauf machen, das ist Pflicht. Es geht gar nicht anders. Genau wie hier und da jeweils Movement Speed drauf ist. Hier an zweiter Stelle, da an vierter Stelle, habt ihr gesehen, ne? Dann sind das typische Tankteile, die ihr hier habt. Zweimal Maximum Health und Lebensregeneration. Ne? Und Attack Speed kann er nicht gebrauchen. Ne? Man sieht 0, weil der Stab schon mit Level 1 diese Geschwindigkeit hat. Merken also, Dracolite hat ja bei diesen zwei Slots Movement Speed, Lebensregeneration. Könnte ja auch Attack Speed kommen. Wenn Attack Speed kommt, wegmachen, mit eins der anderen ersetzen. So, dann auf der Waffe ist jetzt Jump drauf, damit ich überhaupt Jumps habe. Und Energieregeneration. Das hätte auch noch Max Health sein können. Dann hätten wir nämlich etwas mehr Leben. Der hat nämlich mit 33.000 die wenig... Also eigentlich ist das ein seltsamer Tank, der am wenigsten Leben hat. Mein Knight hat mehr, der Boomeranger hat mehr, der Candy Baba hat mehr. Man merkt also, der ist nicht so der Tank, wenn man den so spielt, wie ich den jetzt spiele. Und der Ring hier hat auch Energieregeneration und Magic Damage. Man sieht Shadow Level 3, ihr kennt den Ring von meinem Fee-Video. Ja, ich benutze die Teile halt und tausche die ein bisschen aus, denn ich kann hier nicht 500 verschiedene Equipment bauen. Da müsste ich schon etwas mehr Flux investieren. Wir wollen dann jetzt... Warte, noch nicht rennen. Wir gucken uns kurz die Allies an, denn hier gibt es wirklich zwei wesentliche Allies, die man nehmen kann. 2 bis 3. Erst einmal den hier für mehr Damage. Magic Damage, ne, ist der Charakter, deswegen Magic Damage. Da dieser Charakter, ihr habt vorhin gesehen, schon gegen normale Gegner verliert er relativ viel Leben, weil der hat einfach keine irgendeine Fähigkeit, die ihn vor Schaden schützt. Außerdem kriegt er halt auch schön Schaden. Er ist im Nahkampf, ne, muss Schaden kriegen, durch weil er im Nahkampf ist und so weiter. Das ist halt schon ein Nachteil. Deswegen ist sehr, sehr empfehlenswert, den Pauling Shadow, beziehungsweise wie ihr am Anfang gesehen habt, die Cementa, die habe ich die ganze Zeit genutzt. Dann ist er fast unbesiegbar, der hat einen sehr hohen Attack Speed und die Regeneration ist super.
So, ich werde trotzdem einfach mit dem rumhantieren, denn jetzt kommen wir da zu den Flasks. Seit dem Flask-Update habe ich ja, merkt ihr ja in den Videos, habe ich eine Lieblingsflask neuerdings. Und zwar immer, wenn es bremselig wird, kann man ja dann mit dem Vampiric-Emblem sich wieder hochheilen. Wir gucken mal gleich, wie stark der ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert dieses Mal. Deswegen lasse ich mich mal überraschen. Und gehe mal hier einfach hoch und machen jetzt dieses Dungeon hier oben. Oder, ja doch, ist ein Dungeon. So, mal gucken. Ups. So, immer schön spawnen. Dafür ist die Energieregeneration wichtig, denn die Kugeln machen gut Schaden. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn man hier... Ja, guck, ich habe gedacht... Habe ich doch gewusst, dass auch diese Portion bei ihm wirkt und dass sie einfach übertrieben ist. Die ist auch vom Attack Speed abhängig. Wir gehen aber hier an den Gegnern erstmal vorbei. Wir machen keine Einzelgegner. Mache ich normalerweise doch. Jetzt holen wir uns mal den Endgegner-Modus hier raus. Dann werden wir... Whoppa! Bloß ruhig ausweichen. Nochmal als Tipp. Ich glaube, ich gebe den häufiger. Nahkämpfer vor allem müssen den Tipp einfach kennen. Guckt auf seinen Arm. Das sehen wir jetzt gleich nochmal. Und lasst ihn dreimal drehen. Ich benutze die ganze Zeit extra den Rechtsweg nicht, weil... So, jetzt 1, 2, 3 und drehen. Ah, außer es lackt. Wenn es lackt, habt ihr Pech. Habt ihr gesehen? Der hat eigentlich ausgeholt. Vielleicht dann lieber doch bei zweimal. Dann habt ihr Glück. Wenn es dann lacken sollte, dann seid ihr noch im richtigen Zeitpunkt drin. Weil beim dritten Mal haut er ja auch. Ich habe gedacht, ja, wenn man den 1, 2, 3 dann wegspringen. Lieber 1, 2 und dann sofort wegspringen. Ne, habt ihr gesehen. So. Jetzt machen wir das Ganze, das was ich gerade gemacht habe, in Kombination. Das heißt, wir schießen rechts, wir nehmen die Flash, powern Bomben auf den Boden. Immer wieder Rechtsklick machen, Bomben auf den Boden powern. Das ist alles wichtig. Immer weiter Bomben spawnen und immer den Rechtsklick machen. Und dann können wir natürlich auch in den Modus reingehen. Auch hier, der ist dieses Mal in der linken Hand, müsst ihr darauf achten. Und auch da müsst ihr dann einfach drücken. In dem großen Modus hat man einen höheren Attack Speed. Das merkt man irgendwie nur einfach dadurch, dass man, wenn man Cementa nimmt, man mehr Leben hat. Aber im Prinzip ist es nicht ganz so offensichtlich, denn es steht leider nirgendwo. Also man sieht es auch hier dran nicht, weil Attack Speed sich nicht verändert. Wir wollen jetzt nochmal hier unten reingehen. So, auf jeden Fall kann ich empfehlen, den Rechtsklick zu nutzen. Das ist der einzige Angriff, den ich 100% empfehlen kann, denn der macht wirklich Schaden. Wir gucken uns die mal jetzt an. Ah, jetzt habe ich den da unten getroffen. Und wir gucken uns jetzt mal den Schaden an von einer Bombe. Da sieht man, auch wenn es hilfreich ist, die zu nehmen. Ich muss sagen, der Rechtsklick, also diese Kombination und immer Rechtsklick machen, ist besser. Gefällt mir mehr. Und das würde bedeuten, ich könnte euch jetzt noch einen zweiten Bild, dieses Mal gibt es sogar zwei Builds, weil normalerweise habe ich ja immer nur einen und ich zeige euch nur, welchen ich aktuell gerade aktiv habe. Mit denen, den ich jetzt aktiv habe, ist es eigentlich eher so, dass ich Bomben spawnen müsste, die ganze Zeit. Denn ich habe ja Energieregeneration hochgepusht. Na, wir holen uns mal welche. Ich würde hier Bomben hinlegen. Man sieht, die machen Schaden. Na, also das ist nicht so, dass sie schwach sind. So. Der Nachteil ist, Bomben dauern. Der zweite Bild wäre also, ihr würdet weggehen von Energieregeneration, würdet andere Stats drauf pushen und würdet nur immer so machen. Damit seid ihr eher auf Einzelgegner ausgelegt und nicht mehr auf Gruppen. Denn das, was wir jetzt nämlich haben, ist eher auf Gruppen. Da ich den Inno für U5 SAs zusammengefriemelt habe, ist es halt so, dass ich meistens den Trank nutze. Ich meine, den Vampirik-Trank gab es erst jetzt, aber habt ihr gesehen, wenn man den Trank benutzt, Double Damage, dann explodiert alles. Und so habe ich den eigentlich gespielt. Wenn ihr hier lieber leveln wollt in U5, empfehle ich euch lieber die andere Seite, und zwar den Rechtsklick zu nutzen. Ich muss sagen, der ist viel stärker. Vielleicht ist er irgendwann mal stärker geworden, ich weiß es nicht. Ich mag es irgendwie mehr. Dadurch, dass man immer mit dem Linksklick, guck mal, wenn man dann wirft, ist man immer sehr lange beschäftigt damit mit Werfen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Der holt lange aus, der kann währenddessen nicht schießen. Das ist nicht so schön. Da ist besser durchgehend schießen und rechts gleich.
Auch wenn dabei auch ganz kurz der Feuerstrahl aussetzt, wie ihr seht. Aber das ist halt noch ganz akzeptabel. So, damit haben wir das. Flask, wie immer, kann man sich auch den nehmen. Na, die Flask jeweils mit Schaden dazu. Aber bei dem Charakter muss man sich entscheiden, entweder nimmt man hier die diesen Lebenserhalt rein, dass man sich wieder heilen kann. Oder, das machen wir einfach nochmal ganz schnell, und zwar nehmen wir Samantha. Dann benutze ich auch keine Flask mehr, sondern wir schauen einfach mal, wie stark das ist, einfach, wenn man nicht gegen Einzelne, wichtig ist, dass man ein paar mehr trifft. Naja, übrigens, der Movement Speed ist richtig schön, wenn man sich so nach hinten bewegt. War nicht nur einer? Komm mal mit. So, jetzt guck mal, jetzt lassen wir uns mal treffen. Die sind ja jetzt nicht gerade stark, ne? Da ist die Folge schon rum, ohne dass ich sterbe. So, und dann schieße ich mal. Man sieht also, jeder Treffer gibt Leben. Umso mehr Gegner, umso besser. Und so kann man auf jeden Fall in U5 durchlaufen, als Erstmal verboten. Demnächst werde ich noch einmal, das kann ich ja jetzt schon mal erwähnen, auch wenn das irgendwie doof ist, jetzt erst zu erwähnen, da ja schon ganz viele Folgen rausgekommen sind. Demnächst wird es auch eine Folge geben, in der man sieht, wie die in Shadow Arena alle funktionieren. Und es wird eine Folge geben, in der man sieht, wie alle in U6 mit dem gleichen Gear erstmal, ne? Erstmal versuche ich es mit dem gleichen Gear da reinzugehen. Und vielleicht später einmal, wenn ich irgendwann soweit bin, mit Radiant Gear nochmal. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt zu irgendwelchen anderen Taktiken, denn immerhin bin ich nicht so der Dracolite-Fan. Das heißt, es gibt bestimmt unter euch welche, die mehr davon wissen. Vielleicht habt ihr noch eine richtig coole Taktik, die ihr mit uns teilen könnt. Einfach reinschreiben. In den Kommentaren natürlich, ne? Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, euer Charakter wird auch so geil und kann in U5 überleben. Und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial wieder von True. Ciao.